Ein Fisch! Und so nass! Wie mit der Wäsche, Noah? So! Und auf die Leine! Da! So geht das. So. Und. Ist irgendwie scheiße. Ich finde, so geht es nicht. Mensch, lass uns die Szene noch mal machen. Komm, Tommy, noch einmal. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin nicht mehr drauf. Und wenn wir die ganze Nacht durchmachen, wir packen es nicht. Ah, recht. Lass uns doch Schluss machen. Das bringt doch eh nichts mehr. Okay, machen wir Schluss. Aber Tom, pack die Sachen noch ein. Die müssen doch alle in die Feuerwehr rein. Ei, ei. Tut mir leid, dass du so eine miese Stimmung mitfasst. Aber schön, dass du gekommen bist. Du, das hat mir unheimlich gut gefallen. Aber es stimmt von vorn bis hinten noch nicht. Und ab morgen müssen wir hier aus dem Raum raus. Scheiße. Ja, und in 3 Wochen müssen wir auf Achse sein. Aber ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ja, dann kommt doch einfach zu uns auf den Hof raus. Auf einen Hof? Ja, der Schafstall steht leer. Und da könnt ihr prima probieren. Du, das ist eigentlich eine gute Idee. Finde ich auch. Hey, hört mal her! Wir haben einen neuen Raum draußen in Wichertshausen. Was? Ja, eine Art der Schafstall. Der Stall steht im Sommer leer. Die Schafe sind auf der Alm. Mensch, Tommy, wir fahren aufs Land. Das passt doch unheimlich gut. Familie Noah zieht aufs Land. Ja. Sag mal, wann können wir kommen? Wir können kommen, wenn ihr Lust habt. Gefüllte Tomate. Ich flog sie oben bei den Ziegen an, hä? So, kannst du mal eine Weile was anderes machen? Die Melanie hat sich hingelegt, die ist völlig fertig. Hm. Gut. Was macht denn unser Kleines? Das wühlt. Fühl mal. Jedes Mal, wenn ich mich nähere, ist es Mucksmäuschen still. Na, hat eben Respekt vor seinem Vater. Na, lass mal, ich mach das schon. Mach du uns einen Kaffee. Hm? Ich hoffe nur, die Melanie ist beim Krummetmachen zu brauchen. Für dich ist das jetzt nichts mehr. Stimmt. Na komm, Lulu. Bist du schon da? Hallo, Conny. Hier sind deine Schrauben. Danke. Hast du denn alles bekommen? Alles, was du mir aufgeschrieben hast. Dann habe ich für 450 Mark Wolle verkauft. Und den Rest habe ich in Paulines Laden gelassen auf Kommission. Das hast du toll gemacht. Übrigens, deine Nette will ihr Kalb nicht annehmen. Pet hat's schon mit einer Flasche versucht. Kannst du dich ja nachher mal drum kümmern. Am liebsten würde ich ja gleich mal nachschauen. Ach, dann komm erst mal rein. Pet hat einen Kaffee gemacht. Okay, ich wollte euch sowieso noch was erzählen. Kannst du dich noch an die Peggy erinnern von der Theatergruppe? Was ist denn das? Ach, das von unserem Besuch. Was denn für ein Besuch? Ja, komm erst mal rein. Stehen 2 Sternlein an dem Himmel, scheinen heller als der Mond. Komm. Ach, du musst doch ein bisschen was trinken. Das ist doch die Milch von deiner Mutter. Komm, mein Freund. Komm.
Leise die Treppe herauf. Sie schlafen schon alle. Der Mond hilft mir schon lange wach. Aber du kannst ja nicht zum Tor herein. Das ist eine unleidliche Tracht. Das ist zu arg für den Spaß. Mach ein Ende. Du rührst dich auch gar nicht. Warum sprichst du nicht? Du machst mir... Ist aber ganz schön erschrocken, ne? Du bist wohl der Florian. Warum redst du so ein komisches Zeug daher? Schau, jetzt kommt's überhaupt nicht mehr. Das kannst du nicht machen. Tiere erschrecken genauso wie Menschen. Boah, ich ist so langweilig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich hab da nicht mal einen Fernseher. Aber wir haben Kühe, Schafe und Ziegen. Ist das nichts? Schläft deine Mutter noch? Ja. Spielst du mit mir? Ich muss noch was im Garten tun, aber du kannst mir helfen, wenn du willst. Dann soll ich bloß helfen. Ist doch auch blöd. Schießerei, gib mir die Pistole. Florian, gib mir sofort die Pistole her. Hast du denn nicht begriffen, was ich dir vorhin gesagt habe? Die Tiere erschrecken sich genauso wie die Menschen. Hast du es begriffen oder nicht? Krieg meine Pistole wieder. Solange du hier bist, bestimmt nicht. Das ist eine ehemalige Liebe von Konrad. Kann ich mir richtig vorstellen. Ein junger, aufstrebender Manager hat Verhältnis mit seiner Sekretärin. Ja, dann wollte sie heiraten, Konrad wollte nicht. Geheiratet hat sie dann irgend so einen Architekten, ich kenne ihn nicht weiter. Die sind so gut. Die an Blütentagen gepflückten Beeren sind fantastisch. Ist irre, was der Mond für einen Einfluss auf alles Wachstum hat. Wann geht sie denn wieder zurück zu ihrem Architekten? Sie sagt nie wieder. Na, da werden wir ja sehen. Dann lass sie mal eine Weile hier, die ist schon ganz in Ordnung. Kost mal, ist der noch zu feucht? Lecker. Eine Hilfe können wir doch ganz gut gebrauchen, oder? Sind eigentlich beide Gästezimmer belegt? Nö, vorerst nur das Balkenzimmer. Sag mal, ich hab dem Konrad doch gesagt, er soll aufhören mit Herrn Mann. Der Konrad ist doch gar nicht da, er ist mit dem Trecker weg. Hä? Warte. Ich glaube, ich weiß, wer da hämmert. Hör auf! Hör sofort auf! Wer hat hier eigentlich was getan, Florian? Das ist Konrads Windrad. Wenn's fertig ist, dann soll's hier Strom geben. Und du hämmerst drauf rum wie ein Blöder. So. Hast du? Gut. Also nach deinem komischen Ratgeber dürfen wir morgen kein Krummet machen. Morgen ist ein Blatttag. Ja, das habe ich doch gesagt. Da, danke. Florian, willst du deiner Mama nicht mal was zu essen hochbringen? Die hat bestimmt Hunger. Hat sie nicht. Die hat nie Hunger. Nicht Florian! Zeig dir nachher, wie es geht. Okay? Nicht einfach so in die Saiten reinhauen. Das mag die Gitarre nicht. Ich fahre nachher noch zu Bernd drauf. Ich wollte aber vorher noch was mit euch besprechen. Das Eckzimmer ist doch noch frei. Guten Abend alle miteinander. Abend. Guten Abend. Entschuldigt bitte, aber es geht mir jetzt wirklich besser. Kann ich irgendwas helfen? Da kann sich hinhocken und was essen.
Steht doch noch alles da. Du bist Beate. Ja. Tag. Tag. Hunger habe ich eigentlich nicht. Was ich gesagt habe. Ich dachte, ich könnte mich irgendwie nützlich machen. Komm, trink mal einen Kräutertee, das beruhigt unheimlich. Ich bin jetzt eigentlich ganz ruhig. Das Schlafen hat mir gut getan, wirklich. Hast du denn auch richtig gegessen, Flori? Nicht viel, aber er hat. Wenn es hier bloß so komisches Quellabrot gibt. Ja, das ist aber sehr gesund. Dieter hat mich vorhin gehauen. Dabei darf mich jemand Fremdes überhaupt nicht hauen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und weil ich keine Petze bin, lieber Flori, wirst du jetzt deiner Mutter erzählen, warum ich dir eine gescheuert hab. Ich hab so Bauchweh. Weißt du, ich schlage niemals. Ich hab den Flori noch nie geschlagen. Das ist Peter. Ich kann nicht. Wir sind nicht hier. Flori, komm. Wo willst du denn hin, Melanie? Das ist doch Blödsinn. Namt. Namt. Okay. Florian, hol deine Mutter, wir fahren nach Haus. Mensch, Peter. Jetzt setz dich doch erst mal. Sie halten sich da raus. Ich will meine Frau sprechen. Florian, du sollst deine Mutter holen. Na? Was ist? Vielleicht will Ihre Frau ja gar nicht mit Ihnen sprechen. Was soll das heißen? Vielleicht will Ihre Frau nicht mit Ihnen sprechen. Ich nehme jetzt den Florian mit, dann werden Sie ja sehen, ob meine Frau mich sprechen will. Das geht leider nicht. Den Jungen kannst du nicht mitnehmen. Und ob ich das kann? Florian ist mein Sohn und ich werde ihn bestimmt nicht euch lassen. Lassen Sie den Jungen hier! So. Mach die Spinne, die Dreckskerl! Er kommt nicht zu dir zurück. Niemals! Eher hänge ich mich auf. Eher bringe ich uns beide um. Hau ab, verpiss dich! Das wirst du noch bereuen. Ich komme wieder. Ich fahre jetzt, sonst wird es zu dunkel. Warte mal, Beate. Ich glaube, das ist besser, wenn die beiden für ein paar Tage verschwinden. Ich schlage vor, dass du sie mit draufnimmst zu einem. Oder? Was meinst du, Pat? Ja. Okay. Aber dann müsst ihr euch beeilen. Moritz, Melanie, Florian, das ist doch echt alles das Gleiche. Wir ticken doch nicht mehr ganz richtig. Wie meinst du das? Ich weiß schon, was ihr meint. So kenne ich die Melanie seit 12 Jahren. Ja, trotzdem ist sie ziemlich im Arsch. Ich denke, ich spinne. Versteckt die sich vorhin in der Speisekammer und wir haben ihren Kacktypen am Hals. Na, weißt du, ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Was willst du denn? Sollen wir den Hof dicht machen und uns aus allem raushalten? So ein Quatsch, das will ich natürlich nicht. Ich will nur nicht, dass wir zur Müllkippe werden für alles, was draußen kaputt geht. Es gibt echt andere Leute, Leute, die was wollen, die noch was machen. Ach, komm, hör doch auf. Ich habe dem Florian eine gescheuert, weil er versucht hat, dein Windrad in Klump zu schlagen. Irgendwo kapiere ich das auch. Der Junge hat Probleme, die wir nicht schaffen. Der schafft höchstens uns. Wo machst du das erzählt, du Blöde? Hilf! Hör auf, Flori! Wir fahren morgen zur Oma. Ich hab dich schon verstanden. Es ist okay. Melanie, sie hat's doch nicht so gemeint. Nix ist okay. Steig jetzt endlich ein, verdammt nochmal. Hier, Gloria. Ich hab sie nicht erzählt, wo ich hingefahren bin. Ich hab's ihm bestimmt nicht erzählt. Das ist ja gut. Du, Melanie, entschuldige vorher nicht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Gut. Aber dann will ich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Moritz. Moritz hat ungefähr ein halbes Jahr bei uns gewohnt. Nachts ist er immer durchs Haus gegeistert. Hat gejammert, dass er sich umbringen will.
Manchmal ist er sogar zu uns in die Zimmer gekommen und hat uns wach gemacht. Hat uns angefleht. Wir sollten ihm doch helfen. Sonst wird er alles kaputt schlagen, wenn wir ihm nicht helfen, hat er gesagt. Aber wir konnten ihm nicht helfen. Melanie, dem konnte keiner helfen. Der war so kaputt, der Typ. Am Schluss waren wir fix und fertig. Wir haben uns nur noch angeschrien. Ich bin kein Psychopath, Beate. Und Florian ist auch keiner. Hat sich der Moritz umgebracht? Hey, ich denke, du schläfst. Hast du gedacht? Ich höre immer zu, wenn Erwachsene sprechen. Ich höre immer alles. Gib nicht so an, Flori. Ich will aber wissen, ob der Moritz nun tot ist oder nicht. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Eines Tages kam sein Vater und hat ihn abgeholt. Warte aber vor, hä? Kannst du nicht verdammt noch mal endlich deinen Mund halten? Seid ihr beide blöd. Was? Kannst du mir mal verraten, warum ich so eine undankbare Person bin? Na geh. Geh. Lauf! Ah, hallo. Ich war pinky. Ist das schön warm bei dir und so weich? Ich könnte ja ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Auch das. Hast du eigentlich schon was von unseren Gästen gehört? Oh Gott bewahre, nee. Aber ich finde die beiden ganz dufte. Ja, der Florian ist ein Horrorknabe. Dafür ist die Mutter umso besser. Du? Ja. Ich sag's dir, wenn du was mit der Melanie anfängst. Ja. Was dann? Ich kratz dir die Augen aus. Ich schneid dir was ab. Ohren zum Beispiel. Du musst eben besser auf mich aufpassen und mich nicht so viel allein lassen. Bei meinen Schafen. Ja, doch nicht da. Doch, die sind da. Ach du Scheiße. Wenn ich das gewusst hätte, dass die gleich hier auftauchen. Ich wollte es ja vorher noch mit euch besprechen. Das hättest du mal noch besser gemacht. Wir haben ganz schön dämlich geguckt, Mensch, wir hatten doch keinen Schimmer. Wo sind sie denn jetzt? Mit Conny Krumm mitmachen. Der hat sie gleich eingespannt. Dabei haben die gedacht, dass sie hier in Ruhe proben können. Ja, davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich für 7 Leute Essen machen muss. Ich helfe dir natürlich gleich. Das ist alles nur wegen Melanie. Wieso denn wegen Melanie? Ich wollte es eben vorher mit euch noch betrachten. Komm, nun lass, ich mach das schon alleine. Bring mal die Vespa raus, die warten. Conny ist sauer auf mich, was? Auch der nicht. Der sieht seine Ernte schon eingebracht. Aber du bist sauer. Das hast du da immer angepeilt, oder? Na, Leute, die auf dem Hof Theater machen. Das ist doch so ein Traum von dir. Tschüss. Tschüss. Macht ihr das eigentlich alles selbst? Ja, alles. Was ist das so? Schafskäse oder Ziegenkäse? Das ist Schafskäse und das ist Ziegenkäse. Kosten? Habe ich selber gemacht.
Wäre schon ganz schön gut, wenn wir hier bleiben könnten. Aber ich glaube, wir haben die ganz schön überrumpelt, ha? Ach, das ist meine Schuld. Ich habe das gestern einfach nicht mehr gepackt, Ihnen das zu erzählen. Der Conny ist manchmal ein bisschen komisch. Fand ich überhaupt nicht. Und die Julia, die hat ihn auch schon ganz schön eingewickelt. Ich geh mal Tom holen. Tom? Nee? Wir machen Vesper, kommst du? Ja, am Tag. Hallo, Bea. Hallo, Conny. Das ist ja toll. Mensch, Beate, das ist fantastisch hier. Kinders, ich werde Schäferin. Du hast ja eine hübsche Hilfe angeschleppt. Aber schon ein bisschen unerwartet, hä? Das ist ja toll. Hast du für mich auch noch eine? Das ist die letzte. Ja. Ich denke, du rauchst seit Jahren nicht mehr. Tu ich auch nicht. Und jetzt willst du dich von mir verführen lassen? Naja. Warum eigentlich nicht? Hm. Und? Ja. Gar nicht so schlecht. Zumal sie von dir kommt. Stimmt. Theatermaus. Wenn er sein Haus zu einer Arche umbaut, kapiert das seine Frau erstmal nicht. Siehst du? Das ist nämlich genau der Punkt, wo euer Stück nicht stimmt. Heutzutage kapieren nämlich die Frauen viel eher was als die Männer. Weiß ich nicht. Doch. Du bist doch auch bloß zu deinem Guru geflüchtet, weil du nicht durchgeblickt hast. Wenn du denkst, dass ich geflüchtet bin, ist das dein Problem. Erzähl mir nichts, ich war auch mal in der Sekte. Ich bin in keiner Sekte, Beate. Sondern? Guru! Florian! Ich denke, du bist auf der Alm. Wer ist denn das? Das ist der Tom. Bist du mit Bernd gekommen oder mit deiner Mutter? Tom, was machst denn du? Ich baue ein Schiff. Das ist aber gar kein richtiges Schiff. Mit wem bist du denn gekommen? Mit dem Bernd? Tom? Ja? In der Garage verführt deine Frau den Konrad. Was ist denn das für ein komischer Junge? Das ist der Sohn von der Melanie. Und wer ist Melanie? Melanie ist eine frühere Liebe vom Konrad. Die ist hier, weil sie Knatsch mit ihrem Mann hat. Ich geh mal gucken, ob der Bernd da ist, ja? Okay, bis gleich. So ein allgemein bekanntes Thema aus der Bibel gegeben. Von der Sintflut und vom alten Noah hat schon jeder mal was gehört. Aber begreifen wir nicht die Sintflut als eine Form von Katastrophe, sondern eher als eine Aufforderung zur Wandlung, zum Umdenken, damit wir als Menschen weiterleben können. Das klingt aber reichlich hochgestochen. Na, wieso denn hochgestochen? Ihr zum Beispiel, ihr gehört doch auch zu denen, die schon umgedacht haben. Du siehst auch nur die Theorie da drin. Wir meinen aber ganz einfache, klare Bilder. Tom hat gesagt, er baut ein Schiff. Aber ist es gar kein richtiges Schiff? Das ist doch ein Theaterschiff, Florian. Ich zeig dir morgen, wie es funktioniert. Ui, geh ich aber nicht auf die Alm rauf. Natürlich gehst du auf die Alm. Deine Mutter wartet doch auf dich. Nee, die wartet nicht. Na klar, das ist jetzt interessanter für ihn hier unten. Ich hab dir doch erzählt, warum ich die beiden nach oben gebracht habe. Ist es denn nicht schön da oben mit den vielen Schafen, hm? Nee, ich will hier bleiben. Wollt mich bloß nicht haben, wer alle durcheinander vögelt. Du hast dir wohl einen Knall. Er hat dir den Scheiß erzählt. Na los, raus mit der Sprache. Hör mal zu, Florian, das muss ich wissen. Das ist ziemlich wichtig für uns. Also sag schon, wer war's. Ich bin aber keine Petze. Ich petze nicht. Ist es denn so wichtig, wer es gesagt hat? Ist doch klar, dass über euch gequatscht wird. Du, ich sitze jetzt seit über 5 Jahren mit der Patty auf dem Hof. Ich kenne jeden einzelnen Bauern.
Ich leih mir ihre Maschinen aus. Ich gehe sogar zum Stammtisch und zum Feuerwehrball. Die glauben immer noch, dass wir hier pausenlos Orgien feiern. Lass uns doch einfach eine feiern, dann haben sie wenigstens recht. Du nimmst ihn doch hoffentlich wieder mit hoch. Der Flori liegt schon ganz richtig. Ihr wollt ihn einfach nicht haben. Und du bist besonders gegen ihn. Stimmt. Ich hab was gegen neurotische Kinder. Er kann nichts dafür, das hast du selber gesagt. Natürlich kann er nichts dafür. Trotzdem bringt er ja alles durcheinander. Wer hier alles durcheinander bringt, das bist einzig und allein du. Du hockst seit Tagen mit deinen Gauklern hier zusammen. Bei mir lässt du dich überhaupt nicht mehr sehen. Und überhaupt, du weißt ja schon gar nicht mehr, wo du hingehörst. Und wer behauptet das? Behaupten. Das heißt schon behaupten. Ich merke das einfach. Pat übrigens auch. Dann soll sie mir das gefälligst selber sagen. Weißt du wirklich, wir schuften hier seit einer Woche wie die Bekloppten. Frag du den Konrad. Und geprobt haben wir auch noch. Was heißt wir? Ich mache halt da so ein bisschen mit. Ich singe. Soll das etwa heißen, dass du mit denen mitziehen willst? Ich habe ja gedacht, wenn die Ernte drin ist, es macht mir Spaß. Okay. Setz dich also ab. Wollt's der Pet ja nicht glauben. Sie hat recht gehabt. Damit habe ich recht gehabt. Sag mal, kann nicht mal einer von euch beiden den Konrad bitten, die Tränke zu richten? Das Wasser läuft nicht mehr nach. Du hast eine verdammt beschissene Art, alles über Dritte auszutragen. Frag ihn doch selber. Was ist denn? Mensch, Pat, was ist denn? Hast du Schmerzen? Sag doch, was ist denn? Es geht schon wieder. Weißt du, manchmal, wenn ich mich aufrege, dann zieht sich alles zusammen. Oh, Scheiße, ich hab so einen Schreck gekriegt. Entschuldige bitte. Kannst du nichts dafür. Deswegen Konrad, weißt du? Wenn ich dem was sage, der hört mir überhaupt nicht zu. Der ist mit seinen Gedanken nur noch bei ihr. Mir fällt für die Szene einfach keine vernünftige Lösung ein. Dann lass es uns doch einfach anders ausprobieren. Aber wie? Na, wie ich gesagt habe. Der Noah, der kippt das Haus einfach um. Dann ist das Dach der Kiel und die ganze Szene, die geht viel flüssiger. Und du kannst uns eine Vorrichtung bauen, dann kann das Haus auf dem Kopf stehen. Wenn du mir die technische Lösung dazu lieferst, bitte. Und außerdem müssen wir um 10 Uhr beim Huberbauern aufmarschieren und seinen Hafer reinholen. Was? Ja. Also Kinder, das geht heute nicht. Wir können so nicht weitermachen. Beate und Julia, jetzt hört endlich auf, da rumzuquatschen. Das mit dem Huber hat der Conny gestern Abend noch klar gemacht. Der Wetterbericht war gut. Mit einem Huberbauer könnt ihr mich mal. Und wenn wir so weitermachen, können wir unsere Tournee in den Schornstein schreiben. Ihr könnt doch so gut mit dem Konrad. Verklickert ihm das doch mal. Der Conny wird ganz schön sauer sein. Aber Pat, das ist doch völlig absurd, was du da denkst. Wir gehören doch zusammen. Sicher, aber schlafen willst du mit ihr. Stimmt ja gar nicht. Doch natürlich stimmt das, Mensch. Und dann mach's endlich. Alles ist besser als ein geiles Rumgeschleiche. Das ist echt widerlich. Ach, ich mach das schon. Völlig übergeschnappt bist du. Ich kann das nur auf deinen jetzigen Zustand zurückführen. Ja, natürlich. Alles gut. Sag ich ihm gar nichts mehr. Ich geh jetzt aufs Feld. Wo sind die anderen? Wir müssen los. Die anderen kommen nicht mit. Peggy hat eine Probe angesetzt. Was denn? Was soll ich dem jetzt sagen? Ich habe dem Huber versprochen, mit 5 Leuten da aufzukreuzen. Dann sind wir eben nur zu zweit. Für seine blöde Maschine ist es mehr als genug. Ja, und ich kann das wieder ausbaden. Oh, vielen Dank.
tausend Jahren. Da war es grad wie heut. Die Menschen waren böse. Es gab keine guten Leute. Die wollten nichts mehr wissen. Und Gott ist durch und hindurch. Sie wollten nur noch mehr Zeile. Naja, ihr wisst es wohl schon. Augenblick! Übt mal ein bisschen. Okay. Hallo, Tom. Was soll denn das? Ich lerne Stelzen laufen. Das ist irrsinnig komisch. Und warum hast du dich so angeschmiert wie ein Clown? Was? Das gehört dazu. Dann gehört wohl auch dazu, dass ich den ganzen Tag da oben rumhocke und auf die Schermaschine warte. Und du stellst hier in der Gegend rum. Das habe ich vergessen. Und du rück mehr gegen. Das habe ich total vergessen. Entschuldige. Ich weiß gar nicht, wie ich das habe vergessen können. Verdammt nochmal! Bernd! Kannst du uns vielleicht mal helfen? Wir kriegen das Segel nicht rein. Ja, ich komm schon. Komisch. Früher hast du nie was vergessen, wenn es um uns beide ging. Wie läuft denn das mit Melanie? Ja, gut. Aber ich kann dich nicht trösten, sonst läuft wirklich nichts. Warum soll mich denn das trösten? Unser Zimmer ist nicht mehr unser Zimmer. Du hast eine Theatergarderobe daraus gemacht. Ich komme mir vor wie auf Besuch. Schade. Ich habe mir das auch alles anders vorgestellt. Ich habe halt gedacht, wir könnten hier alle zusammenleben. Peggy und Julia, die würden im Winter ihre Theaterworkshops machen. Und Anne? Anne würde vielleicht Yogakurse machen. Und dann wären andauernd Leute hier und die Arbeit wäre nicht mehr so eintönig. Mir ist gar nicht eintönig. Das ist nämlich genau das, was uns unterscheidet. Dass es dir eintönig ist, das hat was mit dir zu tun. Die Eintönigkeit ist in dir drin. Jetzt redst du genau wie Tom oder meine Mutter. So nach dem Motto, innerer Reichtum braucht keine äußeren Reize. So ein Quatsch. Das kenne ich ja nur schon von vorn bis hinten. Okay, dann können wir ja schlafen. Also, Tom, weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus, als willst du mit deinem Willen das Ding da oben in Bewegung setzen. Also, mir reicht es schon, wenn ich es schaffe, ein bisschen von meiner eigenen Spannung loszuwerden. Meinst du es? Ja, merkst du nicht, was das für eine Scheißstimmung ist hier unter den Leuten? Hast du ein Rezept dagegen? Rezept? Ich habe kein Rezept. Ich weiß bloß, was für uns gut wäre. Was denn? Wir sollten uns mal zusammensetzen und alles rauslassen. Das finde ich eigentlich auch gut. Sag das doch mal den anderen.
Ich hab's längst aufgegeben, andere von irgendwas zu überzeugen. Hey. Hallo. Ich dachte, wir wollten noch ein Stück spazieren gehen. Mhm. Ich schreibe nur eben den Brief an Wolf zu Ende. Dauert's noch lang? Mhm. Bin gleich fertig. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir hier vom Hof verschwinden. Aber das Stück steht doch noch gar nicht. Na, darum geht's im Augenblick nicht. Hier sind einfach Parteien, die nicht unter einen Hut passen. Conny hat einen Hof im Kopf. Ja, und Bernd? Bernd ist eifersüchtig aufs Theater. Da hat er ja auch recht, oder? Bernd ist eifersüchtig auf dich. Mhm. Darum will ich auch weg hier. Das stinkt mir, wenn es meinetwegen Ärger gibt. Weißt du eigentlich mal mit dem Conny? Vielleicht wär's dazu gekommen, wenn wir mal allein gewesen wären. Aber ich mag solche Situationen nicht. Ich auch nicht. Seit 2 Tagen kommst du nicht mehr zu den Proben. Irgendwie hatten wir mit dir gerechnet beim Stück. Der Bern, Conny und Patty brauchen mich. Glaubst du das im Ernst? Hm? Glaubst du im Ernst, ohne dich geht's hier nicht? Wie sind sie denn klargekommen, als du noch nicht auf dem Hof warst? Weiß ich nicht, war ja noch nicht da. Die müssen doch klargekommen sein. Der Hof hat doch auch ohne dich existiert. Wenn du dich entschließt, hier zu bleiben, werden wir das Stück eben alleine rausbringen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich bin ganz schön nervig mit meiner Unentschlossenheit, was? Bist du. Du wartest, dass die anderen dir die Entscheidung abnehmen. Irgendwie wird sich schon alles regeln, denkst du dir. Vielleicht habe ich mich ja schon längst entschieden. Ja, vielleicht, vielleicht. Verarsch mich jetzt nicht. Okay. Kommst du zur nächsten Probe? Vielleicht. Vielleicht. Meine Kindschaften. Heute darf ich Ihnen vorstellen, meine Reizenassistentin Uschi Sonnenschein und meine Wenigkeit Onkel Roland Regen. Heute sind wir zu Gast bei Herrn und Frau. Na, wie heißen die alten Knacker nochmal? Noah! Ah ja, darf ich Sie begrüßen? Frau Noah, ja, ja, ja. Und Sie, altes Knackerchen, auch noch. Und nun schreiten wir weiter zur Enthüllung. Herr Noah! Nehmen wir einmal an. Dort oben befindet sich eine riesige schwarze Regenwolke. Ja, da drücken wir auf den Bahama-Knopf und die Maschine fängt an zu arbeiten. Sag mal, was ist denn das? Ich glaube, wir haben eine Meise. Nimm die Schafe wieder raus. Dann lass uns da nicht die Requisite. Spinnst wohl, die Sache ist ganz einfach. Wenn du nicht zum Berg kommst, kommt der Berg eben zu dir. Ja, was ist denn los? Frag doch mal den Bernd. Tschüss, Conny. Tschüss.
Okay, Pat. Vielen Dank. Alles für dein Baby. Danke. Ich war trotzdem ganz schön bei euch. Ich komme bestimmt mal wieder vorbei. Was machen wir, Mensch? Also, mach's gut. Olle Bea. Soll ich dem Bert noch was von dir sagen? Hals und Beinbruch. Tschüss. Schau mal, Bert hat's geschafft. Es dreht sich. Also, macht's gut. Tschüss, Beate. Tschüss, Melanie. Komm jetzt, Beate, wir müssen los.